willkommen zurück auf dem Kanal der Workshop Gang. Ja, wir haben Halloween-Wochenende. Feine Sache. Mal sehen, ich fahre jetzt runter zum Rocco. Er hat ja dort unten den Imbiss, den Sattmacher im Chemnitztal. Da sind jetzt noch ein paar Vorbereitungen für dieses Halloween-Wochenende zu treffen. Und wir haben natürlich mal mit unserem Rocco auch einen kleinen Spaß vor. Angekommen beim Sattmacher. Da vorne haben wir schon den Rocco. Der weiß natürlich gar nichts. Der weiß von nichts. Wir tun jetzt mal so, als ob. Und halten einfach mal die Klappe. So Leute, also wie gesagt, heute beim Sattmacher. Unten im Chemnitztal. Montags ist geschlossen, ansonsten werde ich hier immer gut bedient. Es gibt immer lecker Essen. Heute gerade zu Halloween gibt es natürlich auch lecker Getränke, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Und ansonsten gibt es natürlich gerade jetzt zu Halloween, also wir haben hier eine Kürbiscremesuppe und wir haben hier einen Scheiterhaufen. Und die Preise sind sehr angemessen, also muss ich sagen. Hier ist die Besitzerin mit. Ja. Genau. So, und hier alle, die in der Küche stehen. Auch wenn sie heute ein bisschen komisch aussehen, aber. Ja, das muss irgendwie so sein. Ne? So, da suchen wir mal noch den Besitzer dazu. Der hängt hier drüben ab. Komm her, mein Freund. Weil ja so eine schöne Halloween-Party ist. Ja. Ne? Und du immer so schön frech zu Leuten bist. Ich kenne dich ja nicht schon ein paar Jahre. Haben wir uns gedacht, wir müssen nur mal ein kleines bisschen frech zu dir sein. Okay. Ja. Wir haben dir hier einen schönen Tisch vorbereitet, weil ja, ist ja nur so, wir sind eine ja hier. Ein ganzes Kamerateam. Genau, genau. Schön. Wir sind ja hier beim Sattmacher. Mhm. Und du weißt, wie das ist. Wenn du immer alles so schön satt machst, hast du hier deinen Tisch, hast deinen Stuhl, darfst Platz nehmen, darfst du dein Bier mit hinnehmen. Wir wollen ja, dass du einmal, du bist ja ziemlich starr geworden in letzter Zeit, da wollen wir natürlich, dass du einmal auch wieder gestattet wirst. Ne? So haben wir uns das gedacht. Ja. Wie fühlst du dich denn jetzt so? Ja, ja, noch ganz normal. Tiefenentspannt. Tiefenentspannt, ne? Ein bisschen tiefenentspannt. So, also wir haben dir extra eine Delikatesse bestellt. Nein. In Schweden. Nein. So, damit Nein. du... Damit du einmal richtig schön satt wirst. Also wir hoffen, dass du dich sehr darüber freust. Nein! So, ich würde dir die Frage jetzt nochmal stellen. Wie fühlst du dich denn jetzt? Unbeschreiblich. Glücklich? Das ist gut. Hast du noch dein Bierchen dazu? Also ich denke mal, und wir werden dir alle ganz gut zusehen. Das muss ich nicht, oder? Doch. Ich muss es nur kosten. Also nur kosten wird er reichen. Da sehen wir, dass wir nicht so verbissen. Geht's? Noch. Noch geht's? Bist leicht abgerutscht. Also wir können ja schon mal reingucken. Wow. Was ganz Leckeres. Was richtig Leckeres. Also. Das geht nicht. Guten Appetit wünschen wir dir. Das geht, ne? Was da ne geht? Oder was? Also. Leider haben wir keine Geruchsübertragung. Naja, die Geruchsübertragung. Ich denke, wer den Fisch kennt, die Delikatesse aus Schweden kennt, ich denke, der hat da auch Verständnis dafür, dass man nicht alles riechen muss. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es genauso schmeckt. Hast du schon gegessen? Ja, schon im Ganzen. Die ganze Dose. Ich hab's schon überlebt.
Mein Schwede gibt es in Gläsern. Na, aber nur eine, also eine Zentimeter-Ecke muss es schon mal sein, ne? Das ist ein Zentimeter. Okay. Hau rein den Scheiß. Wohin denn? geht's? Wollen wir ein Stück? Dieses! Und hat es geschmeckt? Ei, ei! Du hast still! Na mehr! Ich sag mal, jetzt hast du so gegessen, hast du gegessen noch. Guck mal, ohne Problem. Warte. Kannst du mir noch was kaufen? Du kannst mir ein Bier trinken. Du schon was kotzen. Du kannst nicht mal mehr schon Bier nehmen, du kannst nur was kotzen. Warum sind deine Augen so errötet? Sag mal, stinkt das noch, den Fisch? Nö. Nee, im Ansatz soll ich mal einen Schluck trinken, schmeckt gut. Vielleicht musst du noch mal an der Dose riechen. Es stinkt alles noch Fisch. Ja, wollen wir es mal probieren mit dem Bier? Mal einen richtigen Schluck. Geht er wieder runter? Alter, komm doch mal hier wieder raus. Es ist ja nur. Also. Dein Essen steht immer noch geöffnet da. Was ist es? Hat es geschmeckt? Nochmal. Sehr angenehm. Kann ich jedem empfehlen. Ist eine Delikatesse, ne? Also mich wundert es eigentlich, dass die Firma noch eine Pleite ist. Das wundert mich eigentlich. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Guck mal hier. Hier haben wir mal einen mutigen hier. Ja, wenn die Dose immer offen ist, komm, immer kann man das schon essen, ne? Widerlich, aber... Also, es gibt abartige Menschen, er zählt dazu. Wie kann man sowas fressen? Also, wie sieht's aus? Nee, danke, ich will das nicht. Was spürt denn noch? Also, ich denke mal, wir haben den Sattmacher heute ganz schön. Was satt haben wir mit dem gemacht? Satt. Satt. Kein Hunger mehr. Und auch kein Durst? Na, Durst schön, aber ich spreche lieber erstmal Kräuter. Na dann. In diesem Sinne. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal, der Workshop Gang.